Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Jetzt habe ich auf nächstes Lied gedrückt. Ah, jetzt, okay. Machen wir einfach eine Partie spielen. Online-Saison wieder. Letztes Spiel lief ja ganz gut. Warte mal, ganz kurz möchte ich gucken, wie es mit Fitness aussieht. Ja, läuft noch. Läuft noch. Danach muss ich mal wieder so eine Team-Fitness anbringen. Hoffen wir mal, dass es wieder mit Siegen weitergeht. Weil ich habe echt keinen Bock, dass ich hier jetzt... Oh, 78. Oh, der hat Fellaini. Ah, gar nicht. Der hat Schnelle. Der hat verdammt Schnelle. Der geht, glaube ich, nur auf Pace, kann es sein. Warte mal, wer ist denn das da ganz vorne drin? Ah, wie hieß denn der? Hier meldet sich der Signal. Keine Ahnung, egal. Am Mikrofon. So, auf jeden Fall geht es los. Ne? Ich spiele mal auf Offensiv, wie gesagt, ich spiele immer Offensiv. Und hat er so ein Pace hoch im Team? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Spiel heißt Sergej Piputkin. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen und Petro. Stark. Ah, nein. Nein, gib mir doch den Spieler. De Bruyne. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht. Gutes Auge vom Referee. Alter, wie eng steht denn der bitte? Oh, hast du gedacht, ich flanke? Mach ich auch. Aber nach da! Oh, was war das denn? Das war scheiße. Die Flanke war echt scheiße. Ein tolles Stadion, dieser Signal Iduna Park. Der Volksmund sagt allerdings immer noch Westfalenstadion. Oh Mann! Akustik braucht jetzt langsam annehmen. Einfach der absolute Wahnsinn. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, der Fehler ihn schießt mir wohl kein Tor. Boah, Alter, wie eng stehen die denn im Mittelfeld, ey? Junge, jetzt Junge. Könnte es gefährlich werden. Stehen richtig eng, die Gegner. Da kommt man vielleicht aber mit sowas da. Scheiße. Mit sowas durch. Lauf, hol dir. Oh, scheiße. Ah. Ja, da führt die Masche auch noch mit Gelb wegen vorhin. Sofort gelb und ja, rein. Autorität und zeigt bis hierhin und dann ist Feierabend. Und dann bleibe ich so schön dran und dann kriegt er mich trotzdem mal weg. So, hol dir. Boah, ist der schnell. Und ist der Kopfball stark. Alter. Alter. Niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nix. Xabi Alonso. Auf Sicherheit spielen. Aber ich habe hier echt keinen Platz mehr. Juan Fran. Ich habe echt null Platz. Lauf, 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 lauf. Nimm mit. Pedro. Zieh zurück. Jetzt greift er ihn an. Und Kopfball! Ah, schade. Ich glaube, der hat ein Pace im Team. Danke. Oh, 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 oh. Oben läuft er. Oben läuft er. Das habe ich gesehen. Scheiße. Alter, ist der schnell. Übel. Ja, und dann kriegt er den noch. Boah, Alter. Glück, dass der im Aus war. Was? Oh Mann, ey, wie schlecht sind meine Spieler denn? Was? Oh, danke. Jawohl. Alter, ja, holz mich doch um, Junge. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter. Ja, gelb. Hat er nicht anders verdient. Es gibt eine gelbe Karte. Soundbugs. Ja. Das steht ihm echt schön zu da. Petro. Lauf, 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 lauf. Oh! Eine geile Flanke jetzt. Ah, schade. Aber Ecke. Ecke. So. Das ist bei Pace One ja eine Anfälligkeit. Weil die meisten sich köpfen können. Und seinen Kopfball starke Stürmer, den ich vorhin gesehen habe. Boah, ist der schnell. Fuck. Ist der übel. Alter, wie schnell ist der? Und die Abwehr aufmerksam. Oh, oh Gott, niemals durch die Mitte klären, ne? Fabregas. Sagt er und spielt ihn trotzdem noch in die Mitte. Mascherano hat den Ball. Und Petro. Und in die Mitte. Und in die Mitte. Die verstehen sich blind.
Und nach oben. Und in die Mitte. Und zur Seite. Nach da. Scheiße. Nein, gib mir doch den Spieler, Junge. Ey, ich schwör's dir. Genau richtig eingeschätzt, diese Situation der Keeper. Er kann den Ball halten. Oh Mann, Alter, ich spiele gerade scheiße, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Anfangen. Okay, ihr seht's ja. Hol dir. Ja, bestimmt. Sicher. Den hält mein Casillas nicht. Ja, der Ball war schon im Tor. So. Das muss Eckball scheiße, das ist der Fellaini. Der ist kopfballstark. Alter. Gefährlich. Oh Mann. Ja, nice. Gut reingerutscht. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Oh, bin ein bisschen verschnupft. Tut mir leid. Komm. Boah, ist der Kopf voll stark. Alter. Fabregas. Ich weiß einfach nur, dass er mega stark ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob er mal so kopfballstark ist. Ah, da entwickelt sich möglicherweise. Und Schuss! Nein! Scheiße. Komm, Puyol, starker. Kacke! Wie scheiße spiele ich denn gerade? Oh, ich habe mir das Tor jetzt verdient, ne? Und es wird jetzt passieren. Und ich klär. Was macht mein Spieler denn, ey? Ich dachte, ich spiele dahin, ne? Lauf. 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 Und. Scheiße, das gibt's nicht. Wie schnell der ist. Übel schnell. De Bruyne. Ja, bestimmt. Ah, mein Tor. Auch nochmal gelb geben für den gleich. Marcelo. Ja, wo soll ich denn hinspielen? Übel. Wie der mich zustellt. Ist ja krass, ey. Piqué. Muss mal so ein langer Pass kommen von irgendjemand. So einer. So ein richtig tödlicher. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ah, dann kommt da so eine scheiß Flanke. Vielleicht mit Soldado als Abnehmer? Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Ja. Gelbe Karte. Dankeschön. Jetzt sieht man es erst richtig, da hat er ihn eindeutig über die Grenzen des Erlaubten hinaus beharrt. Beim Trikotschupfen, Zerren oder Rangeln, da gilt die Order, abweichen. Und? Ja! Piqué, du Tier! Bam, bam, lauf durch. Geil einfach nur. Dafür habe ich den Piqué da vorne stehen, der macht nämlich jeden Kopfball rein, ey. Das ist immer demoralisierend für den Gegner. Hammergeil. Oh, tut mir leid. Ja, das ist genau das. Die hatten schon abgeschaltet und wenn du dann nochmal nachsetzt, so wie hier, dann hast du diesen berühmten psychologischen... Nein. Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten. Ja, genau. Der springt. Der ist einfach riesig. Der Piqué ist echt kopfballstark. Ein Kopfballgigant. Fabregas. Kann man nicht anders sagen. Komm, setz dich doch mal durch, ey. De Bruyne. De Bruyne. Fellaini kann nichts. Außer in der Abwehr. Oh, 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 schlecht. Scheiße. Scheiße, das kann doch nicht sein. Immer in der 45. ey. Ach, schade. Schade. Überragend, überragend dieser Abschuss. Also wunderbarer Flachschuss da unten ins Eck. Herrlich. Ach, Mann. Müll. Richtig scheiße einfach nur. Komm, jetzt hol dir doch mal den Scheißball da, ey. Und dann spiele ich den so scheiße. Das kann doch nicht. Ja, und jetzt ist Halbzeit. Geil. Oh, Mann. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi? Unentschieden. Ja, an dieser Stelle. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Oh, hab ich da nicht hingehen? Oh, hab ich da auch nicht hingehen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Juan Fran. Jetzt muss er ihn reinspielen. Oh, Alter, da war ich gerade. Alter, schade. Wie geil wäre der denn gekommen? Ah, schade, schade. Richtig geil gemacht. Oh, und da springt er über den Ball. Oh, 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 da hat er seinen schnellen. Seinen schnellen Pace One. Und richtig geile Flanke. Ach, schade. Alter, voll Euphorie, ey.
Schade, immer ein neues Defense. Oh, okay, habe ich auch nicht als Foul gesehen. Gebe ich zu. Oh Mann, wie scheiße machen die denn Freistöße? Ja, und da kommt sein scheiß Pace One-Spieler. Lol. Lol? Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten. Sein scheiß Pace One-Spieler, ne? So nicht, mein Freund. Und nach vorne. Ja, gerettet. Stark. Ja, aber da bleibe ich wieder stehen. Und ich gehe auf... Ja, ich bin schon auf Offensiv. Also ich merke nichts davon, dass es auf Offensiv steht, meine Abwehr. Mein Sturm. Boah, nach diesen schnellen Spieler, das gibt's nicht. Setz dich doch mal durch! Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Ich glaube es nicht, er hat die Gefahr gehalten. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. War kein Abseits. Ach, schade. Wie geil wäre der gekommen. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Boah, scheiße. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Kann er sich Boah, der Fellaini ist so übel. De Bruyne. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Wie krass einfach nur. Nicht durch die Mitte. Junge, Nils Lerns. Geil, toll. Oh Mann, wie scheiße ich bin. Ah. Fuck. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht. Ach, schade. Unfassbar. Das habe ich einfach in meinem Schade. Scheiße ist das. Ey. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Und nicht zu ja, dem. Zu dem. Junge! Mann, wie scheiße ich gerade bin. Das kann doch gar nicht sein. Fellaini, der übelste Trickser hier. Junge, gib mir den Spieler doch einfach. Oh Mann. Das muss Eckball geben. Weg. 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 Weg, Alter. Wozu drücke ich Flanke? Und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Die Torschussstatistik, die sagt so einiges aus. Pedro. Nee, da ist mein Pedro schneller. Boah, schade. Oh Mann, jetzt liege ich auch noch hinten. Fuck. Puyol. Hinten liegen ist... Oh ja, komm, ey. Holen dir nochmal. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Und? Nein, es gibt's nicht. Sie ganz nah dran. Sie gehen. Ah, geh doch rein. Nein. Fabregas. Hol dir, lauf! Ach scheiße, das gibt's doch gar nicht. Der kriegt Einwurf. Das kann's doch nicht geben. Ohne Witz. Wie scheiße spiele ich denn? Also, im Ernst, sind da einfach nur so übelst gute Gegner? Oder... ist er einfach nur richtig gut? Also bin ich einfach nur richtig scheiße. Xabi Alonso. Nein! Pass da durch! Und? Alter, lauf mir doch nicht in die Hacken! Jana, also! Wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Nix gibt's. Dann hau ich ihm sowas von rein. Das da war doch der Schützenfall. Das da. Und zwar... hau ich ihm den jetzt so da rein. So wird er da reingehauen. Jetzt der Freistoß. Ah! Nein! Scheiße!
verschissen. Das kann doch nicht sein. Ja, drück auf deinen Pacehorn-Spieler da unten. Ich wusste's. Das ist so schnell. Das ist so einfach nur so abartig. Das Stadion zischt, mit sowas schämt man sich doch. Ja, komm, nimm ihn noch beschissener an. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Holen dir. Schöner Pass, aber der Verteidiger steht wie die Bank von England. Ach, scheiße, dann braucht er zu lang. Komm, holen dir. Dann kommt er einmal nach vorne, ne? Dann kommt er. Warum stehe ich eigentlich so offen und der so mega gedeckt? Das kann doch nicht sein. Guck mal, wie der da hinten drin steht. Hat eine Fünferabwehr oder was? Lauf. Ach, lass dich doch nicht so wegdrängen. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Fabregas natürlich ein fantastischer Mittelfeldregisseur, aber der hat nicht. Der komm! Passen. Ja, na also, Pedro de Tia! Bam! Nice! 90. Minute, ja, wenigstens ein Punkt. So, jetzt stelle ich auf defensiv. Weil jetzt kannst ja. Als ob ich das jetzt riskiere. Oh Mann! Ey, ich schwör's! Pedro. Nein! Ach komm jetzt! Ey, hinne! Ja, bestimmt. Komm, hinne! Los, los, los! Ich muss an die Tür. Es hat geklingelt. Komm. Ich will jetzt nicht unterbrechen. Komm. Jetzt hol dir den Ball, Junge! Das ist ja ein Witz! Scheiße nochmal! Mann! Scheiße, ey. Ach komm, so ein Müll. Ja, damit ist das Spiel vorbei. Danke auch. Das gibt's doch gar nicht. Ohne Witz, das kannst du nicht geben. Ja, toll. Geil. Spitze, super toll. Wie lange hat denn der spielen lassen? Im Ernst, was eine Scheiße. Ohne Witz, dass diese Noobs, Pacehorn, Vollspasten da auch noch Erfolg mit haben. Mit ihrer scheiß Taktik. Einfach nur den Ball nach vorne, ne? So scheiß schnelle Stürme einfach. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis, tschüss.